Die Besucher des Neunkircher Saarpark Center können noch bis Samstag Formel 1 Luft schnuppern. Der Ferrari, mit dem Michael Schumacher seinen vierten WM-Titel gewann, ist neben vielen anderen Boliden dort zu bestaunen. Und außerdem war heute der deutsche Formel 1 Pilot Adrian Sutil zu Gast in Neunkirchen. Geschickte Hände hat er und ein Gefühl für Tempo. Und das ist hilfreich am Klavier und am Lenkrad. Adrian Sutil, bis zu seinem 14. Lebensjahr stand die Musik an erster Stelle, dann der Wechsel zum Motorsport. Für ihn gehört aber beides irgendwie zusammen. Man muss natürlich für beide Sachen so ein Gefühl mitbringen. Man muss Talent haben, sonst kann man es nicht professionell machen, sonst kann man einfach nicht einer der Besten werden. Und man muss sehr hart arbeiten, man muss sehr fokussiert sein und immer so sein Ziel vor Augen haben. Das ist ganz wichtig bei beiden Sachen. Wenn es dann auf die professionelle Schiene geht, muss man einfach dafür alles geben. In Monaco machte der Münchner in diesem Jahr zum ersten Mal richtig von sich reden. In die Spitzengruppe vorgefahren wurde er von Weltmeister Räikkönen abgeschossen, wie man in der Formel 1 sagt. Die Fans mögen den 25-Jährigen, das war heute unschwer zu erkennen. Er lebt zurzeit in einer Jet-Set-Welt. Für den Sohn eines Violinisten und einer Klavierlehrerin birgt diese Welt auch Verlockungen, denen es zu widerstehen gilt. Es ist ein Luxusleben, was man führt. Man ist dann in den schönsten Strecken, schönsten Städten auch wirklich vor Ort. Natürlich schöne Frauen auch dabei, aber man muss sich doch sehr auf seine Sache konzentrieren, um erfolgreich zu werden. Also wenn man da gleich von Anfang an dieses Luxusleben lebt und das voll und ganz genießt, wird man nicht weit kommen. Lewis Hamilton, ihn bezeichnet er als Freund. Sein ehemaliger Teamkollege fährt schon für ein Top-Team. Adrian Sutil will ebenfalls ein Cockpit bei Ferrari, BMW oder Mercedes. Das Ziel ist ganz klar, nur eins, den Sieg. Und zwar im Rennen, in der Weltmeisterschaft möchte ich auf jeden Fall mal ganz vorne sein. Geschickte Hände hat er. Und das hilft Adrian Sutil vielleicht dabei, das Erbe eines ganz Großen anzutreten.